So. Ach ja, ich weiß, wo ich bin. I know where I am. Shit, da muss ich ja die Konsole aufmachen. Ich wollte dich gerade ärgern. Wolltest du dir eigentlich ärgern? Ja, ich wollte gerade schreiben, Blood Moon is rising in 5 days. Du hättest aber die Schriftfarbe nicht hinbekommen. Das war ja eine normale Nachricht. Über die Konsole geht's aber trotzdem. Ja klar, aber doch nicht in diesem orange-roten. Doch, ich glaube, das geht. Außerdem würde da in eckigen Klammern der Server stehen. Ja, und? Das kriege ich ja sofort mit. Das sagst du. Das. Ich habe 29 Level die Devil. Da habe ich 0 drin. Warum? Ich muss was durchbrennen. Das. 8 und 1. Und das. Ich muss erstmal aus meinem Minengang rausfinden. Hat mich hier drin ja ausgelockt. So, dann. Du hast dich im Minengang ausgelockt. Ja. Ist aber auch nicht gut. Was ist, wenn sich da einer weitergräbt und da auf immer Lava kommt? Und du dann in der Lava spawnst? Ich bin ja da. Ne, ich mein halt bloß. Außerdem musste ich mich dort ausloggen, weil sonst finde ich die DS nicht. Das hier hin. 1, 2, 3, 4, 5. So, kannst du mir eigentlich generell nochmal umgehen kommen? Ne, ich hab gerade meine Aufgabe, die ich hier mache. Tut mir leid. Du wirst da wohl 30 Level für eine Verzauberung haben. Ich habe 2 verzauberte Pickaxe, aber kein Fortune drauf. Und du wirst 30 Level haben, um die dritte zu verzaubern? Ne, tatsächlich nicht. Ich hab 14 Level. Dann geh Level Farm. Du kannst mir doch einfach mal schnell deine Picke ausleihen. Und so schneller mache nee, ich dann, dann stirbst du in Lava, dann ist er weg. Nee, vergiss es. Ich laufe einen Gang entlang. Wie soll ich da krepieren, bitte? Du bist Darko, du kriegst alles hin. Das sagt der richtige Wertemethode. Slash kill nice Zeugen. Sag mal Hemmung. Hey. Sag mal Hemmung. Hemmung. Wer hat jetzt mehr Tode? Hast du jetzt ernsthaft? Was soll die Scheiße? Wer hat mehr Tode? Die sind gleich auf. Ja, aber der zählt nicht. Den kriege ich wieder abgezogen. Nee. Oh doch. Oh nein. Komm, das ist Admin-Ausnutzung. Du hättest ja nicht Hemmung sagen müssen. Das letzte Mal hast du auch gesagt, nee, ich mach das nicht. Ich weiß, dass du das machst. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht mehr, was Hemmung heißt. Das war das gleiche Ding mit dem Befehl, wo du noch meintest, nee, ich sag das nicht. Ich weiß, dass du den Befehl eingibst. Ja, aber was heißt Hemmung? Hemmung? Dass du Angst hast, das zu sagen. Beziehungsweise, wenn du sagst, ich habe Hemmung, dass ich Angst habe, den Befehl zu nutzen. Also. Oh, wow. Das ist Jugendsprache. Also das sagt man heutzutage noch, das hat man früher gesagt. Also Darko. Hat mir echt nichts gesagt. Wow. Aus welcher Zeit kommst du? Schon auch aus der, wo man es nicht mehr sagt. Ne. Ja, ich glaube, man sagt, aber ich habe die Bedeutung noch nie gewusst. Wow. Tür und Hammer. Wie viele noch? 60. Oh, ich krieg Level 30 voll. Ja, ich hab jetzt nur noch Level 7. Danke.
Abspeichern die Level. Ich kam doch aus der Mine raus, mein werter Herr Eich. Wie soll ich sie dann abspeichern? Ich darf nicht so viel lachen. Aber ganz ehrlich, was soll die Scheiße? Heul jetzt nie rum, wir sterben sowieso doch, du noch weißt genug. Ja, nein, du weißt, dass mir die Tode was wichtig sind. Das weißt du ganz genau. Ey, also komm, einer mehr oder weniger. Ja, der macht bei uns einen riesen Unterschied. Bei dir vielleicht. Nee, bei uns, weil wir jetzt gleich auf sind. Ja und? Tode sind mir scheißegal. Ja guck, dann geh ich selbst. Nö. Dann wär's mir auch wieder scheißegal. Ich will halt nur diesen Abstand beibehalten, weil ich dafür ja hart gearbeitet habe. Sonst hätte ich mich auch zweimal killen können. Was hast du großartig... Ja, hart gearbeitet, sich nur in der Mine aufhalten. Die in Minecraft einer der gefährlichsten Orte ist. Hat man ja gesehen. Ich bin in der Mine gestorben und sogar am meisten. Abgesehen von diesen Platten. Siehste? Mine ist sicher. Ich war nämlich in der Mine. Nach deinem 400. Nee, zweiten Tod. Ich bin nur zweimal durch Platten gestorben. So, das da rein. Effizienz 4. Die hat Effizienz 3. Könnte ich eigentlich machen. Kostet. Wow. Kostet mich jetzt. Effizienz 5 Picke. 8 Level. Ja, gut. Dann gehen wir nochmal das da. Effizienz 2 reicht aus. Hä? Left the game, join the game? Was war bei dir los? Ich hab jetzt ernsthaft überlegt. Was war das? Hier ist ein Creeper bei mir explodiert. Ach ja, Schaden ist ja jetzt aus. Ja. Ich hab jetzt ernsthaft überlegt, ob ich wieder raufkomme überhaupt. Boah, ernsthaft? Du kannst mich gerne tausendmal umbringen. Das juckt mich halt nicht, da verliere ich halt mein Zeug, farm's wieder. Aber diese Liste ist diese Liste, da kann ich nichts drehen und wenden. Doch. Aber du hast gerade selber zugegeben, ich kann dich tausendmal killen. Slash kill. wenn's diese Liste nicht gäbe. Ich hab mich zwar auch über den Platten nun aufgeregt, aber das so ist halt jetzt echt mal was anderes. 5, 6. 8, ich brauche das da, ich brauche Redstone, ich brauche einen Notenblock, der wird glaube ich so gemacht, ja, ich brauche eine Eisentür, 1, 2, 3, Ne, 6. 1, 2, 3. Ich brauche ein String, den ich nicht habe. Ich brauche zwei Hebel. Haken. Ich kriege, glaube ich, 3 sogar raus. Das. Und das. Das da. Ich krieg jetzt das Rezept für die Kiste, ernsthaft. Dabei habe ich einen Scheiß
Haken craftet. Das da. Dann brauche ich eine Kiste. Die haben wir hier. Ein Hopper. 1, 2, 3, 4, 5. Und ein Eimer Wasser habe ich hier. Und das war's dann schon, was ich alles brauche. Ich überlege gerade mir echt einen guten Satz, weil mich wird jetzt jeder aus dem Projekt fragen, wo ich den Tote habe. Jeder. Durch Eik. Eik hat dich getötet. Ja, stimmt halt ja nicht mal. Weil so klingt's, als hättest du mich im Kampf besiegt. Das würde ich auch akzeptieren. Dann hätte ich ja den Tod. Ja, wenn du jetzt allerdings sagst, ich hatte die Aufgabe oder ich hatte die Herausforderung zu sagen, Hemmung oder nicht. Ist auch scheiße für mich, weil ich das Wort nicht kannte. Und andererseits ist es scheiße für dich, wenn ich sage, du hast Abmenderechte ausgenutzt. Dann pögeln sie auf dir wiederum. Können wir mal ganz kurz schlafen gehen? Scheiße. Ja. Ich brauche es. Ich hatte nur 4 Herzen durch ein Skelett und brauchte String, habe mich mit einer Spinne angelegt. Phantome fliegen auch direkt rum. Kannst du dich dafür hinlegen? Ich disconnecte kurz. Ich liege schon. Achso, ja, ich bin runter. Du kannst wieder drauf. Weil ich gerade diesen 3x3-Gang in der Mine baue. Ich habe gerade die ganzen Bausachen für die AFK-Angelfarm dabei gehabt. Na siehste, ist doch alles wieder gut gegangen hier. Da fehlt nur noch CO2, da haben wir das. 1, 2. Warum habe ich 2 Diamantschwerter dabei? Ich habe nicht mal so viele. Ich habe mein Schärfe 4, Knockback 2, Unbreaking 3 Schwert dabei und ein unverzaubertes. Warum? Sei froh, dass dich Blattmund ist. Das wäre scheiße gewesen. Ja gut, wegen Blattmund wird es weiter... hast recht. Wegen dem Inventar, clear. Hast du zufälligerweise einen String? Mittlere Kiste bei mir. Gut. Müsste 20, 30 haben. Nee, ich brauche bloß einen als Verbindungsstück. Mittlere Kiste dort 1. So, ich habe geschlafen. Das heißt, phantomtechnisch dürfte nichts mehr von meiner Seite her auftauchen. So, na dann. Einmal unter Wasser gehen. Ne, ich hatte. Was ist Respiration? Atmung, oder? Ja, ich glaube. Bitte mal einen Helm haben, der hat Atmung. Ich hab mir hier eine Tür hingesetzt. Also. So tief ins Wasser baue ich die AFK-Angelfarm ne rein. Ja, ist einfach nur entspannter, kann man länger unter Wasser bleiben. Darum passt die Kipfrücke. So. Ich hab mir gesagt, ich baue so lange den Minengang weiter, bis meine Pickel kaputt geht. Jetzt will die nicht kaputt gehen. Ja, übertreib's nicht. Das ist, denk dran, es soll ordentlich aussehen. Nein, ich meine den 3x3, den ich bauen soll. Ach so. Und die will einfach nicht kaputt gehen. So. Wir müssen da ja auch noch irgendwie reinkommen. Ach
Außerdem unter Wasser ist, glaube ich, ja der sicherste Ort. Ja, vor allem wenn man außen einen Elevator hinbaut, der dich dann zu einem kurzen Unterwasser, zu einem kurzen Gang führt, wo du da reinlaufen kannst. Ja. Das Problem ist, ich werde das wohl ein bisschen. Obwohl, nee, das ist kein Problem. Dann baue ich noch ein paar Elevator hin, weil ich nicht nur eine Kiste drunter setze, ich will mehrere drunter setzen, weil es gibt bestimmt den einen oder anderen, der sich da stundenlang aufhalten wird. Und da ist es gut, wenn so 5-6 Kisten drunter sind, dass alles aufgefangen wird. So, machen wir erstmal das hier. Mein Pickel ist jetzt kaputt. Ich glaube, das reicht auch. Das ist weiter als CO2 ist gar nicht. Wie machen wir das mit den Fackeln? Weil die stehen bisher immer im Mittelgang und da kommt ja eine Schiene hin. Ja. Da sollte ja dann später irgendwann Glowstone hinkommen. Jetzt brauche ich die Kiste. Also noch ein Holz holen. Zwei Bergen. Du, 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 du. Hatten wir nicht irgendwo schon mal eine Schienenkiste, weißt du das? Die müsste, glaube ich, noch im Haus stehen, im Dingsbumshaus. Wenn dort keine mehr steht, dann brauche ich welche. Das, weil die Schienen sind ja schon verbaut. Die sind ja schon verbaut. Ich baue erstmal eine normale Strecke, weil antriebsmäßig habe ich keine Ahnung. Dann brauchst du ja bloß Antriebsschienen hinsetzen. Aber darunter muss ja auch erstmal ein Redstone. Nein, du kannst daneben einen Hebel setzen und den anschalten. Oder eine Redstone-Torch daneben. Oder darunter einen Block oder daneben einen Block. Ich wollte gerade sagen, daneben ist Kacke. Falls man da noch neben langlaufen will, stehen da überall diese Fackeln. Okay, da sind eh nur Aktivierungsschienen da drin. Den baue ich noch nicht. Und sonst, ich habe das Redstone, dann baue ich einfach eine Redstone-Bombe. Ja, ich habe auch mehr als genug Redstone, dann kannst du dir uns Stackblöcke rausmopsen. Ja. Ich habe ja so, jetzt eine halbe Redstone-Kiste voll. Das und das. Ich muss dann erstmal das Wasser hier loswerden. Also erst einmal zubauen. Das wird ein Spaß, das wird ein Spaß. So, ich weiß mal das Deckeisen. So. So, 2,5 Stacks müssten nicht. Oh. Kurze Frage, ein Redstone-Block müsste eigentlich theoretisch sofort alles aktivieren, der braucht keine Fackel mehr. Der braucht keine Fackel mehr. Genau, dachte ich nämlich. Hätte sowieso jemand nicht nachgedacht. So. So, so. So, so. Da kennst du dich sowieso besser aus. Wir haben ja diesen schrägen Eingang nach unten. Und wenn die Lore wieder hochfahren soll, auf welchem Abstand muss da eine Aktivierung sein? Mach alle 6. Einfach alle 6 machen. Oh, das ist sowieso nicht. Aktivierungsschiene ist nicht. Warte mal ganz kurz. Drauf. Gut. Wenn man angelt, hört man den Sound, einen Block drüber.
hört man keinen Sound mehr. Du kannst weiterreden. Ich brauche ja gar nicht die Aktivierungsschiene, ich brauche diese Beschleunigungsschiene. Ja. Da war ja was. Ich gehe mir mal ein bisschen Gold mopsen kurz. Ja. War doch. Hä? Nee, so. 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 Da unten kommt das Wasser rein. Das heißt, ich komme nicht mehr hoch, um mir was zu holen. Ich muss jetzt mit den Ressourcen auskommen, die ich hier unten habe. Das heißt dann so. Hier wird dann automatisch eins tiefer gebaut. So. Da kommt das Wasser und darunter der Hopper. Das heißt, da kommt die Kiste hin. So, so. So. Das Wasser habe ich hier. Das so. Ja, läuft. So, das überschüssige Gold und Redstone kriegst du natürlich wieder. Hier zu machen. So, überm Wasser muss jetzt ein Block frei sein. Das wird ein Spaß werden. Nee, das wird jetzt ein Spaß, ohne dass hier alles kaputt geht. Wow. Satz mit X. So. So, wenn ich jetzt, ja genau, dann geht das hier alles weg, dann kann ich das erste Mal aufmachen, da dürfte nichts passieren. Perfekt, ist gepowert. Das wird dann ungefähr hier so sein. Kommt, haut ab, Mobs. Yeah.